Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Legend of Legaia. Ich bin aufgeheilt. Ich habe abgespeichert. Wir sind bereit für das schöne Ding, Dong, Ding, 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 Ding. Eine Pyramide. Cool. Da ist etwas Komisches um den Genesis-Baum. Was ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Kami, das ist komisch. Das ist eine seltsame Mauer. Ich fasse sie an. Natürlich. Nicht mehr ganz so happy, ne? Au! Kami, das tut weh. Fass sie nicht an, das tut weh. Nein, warte, Kami. Kami, das tut weh. Fass sie nicht an, das tut weh. Ja, dann gehe ich halt wieder. Auch egal. So wichtig ist mir das nicht. Ha, sieh mal einer an, wenn das nicht meine Lieblingsidioten sind. Schön, euch wiederzusehen. Womit habt ihr euch so lange aufgehalten? Der Hintergrund hinter dir ist schwarz geworden. Wow, du bist krass drauf. Ich dachte mir, dass ihr Trottel hier auftauchen würdet. Also habe ich auf euch gewartet. Flickflack. Yeah. Ihr habt ganz schön lange gebraucht, ihr faulen Dummköpfe. Hallo, ich musste erstmal einen Schlüssel besorgen. Zongi, verdammt, du hast also dieses Kraftfeld erzeugt. Wow, Weißsaugen. Krass. Du bist also nicht nur ein Kraftprotz mit Spatzenhirn, was? Genau, ich war das. Ich habe das Kraftfeld erzeugt, um euch Idioten von euren dummen Tricks abzuhalten. Nun, wollt ihr, dass ich es deaktiviere? Natürlich. Wow. Dann kämpft mit mir. Kommt nur her, alle drei, zusammen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ihr mich besiegt, werde ich das Kraftfeld deaktivieren. Okay. Der Tag ist also gekommen, an dem wir gegen Zongi zu dritt kämpfen. Das ging relativ schnell. Oh ja. Dafür hat er jetzt auch einen mächtigen Arm. Ich will jetzt nicht sagen, warum er so einen mächtigen Arm hat. Er hat halt einen. Ja, so ist das. Oh, Gala kann jetzt 5. Na, nice. Erinnert Zongi noch jemand an Akuma? So ein bisschen. Ich frage mich, beziehungsweise ich frage, weil er mich an Akuma erinnert. Ich weiß, sehr schockierend und alles, aber ja. Na, oh, come on. Das erste Mal, dass Gala hier mit einem Fünfer zuhauen könnte und dann wird er voll gekockblockt sozusagen. Oh, meine Güte. Der arme Kerl. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich nicht schon... falscher Charakter. Da. Es gibt eine Technik, die er noch lernen kann mit 5. Also warum diese nicht nutzen, ne? Tja, Noah kann er nicht blocken, das ist auch mal gut. Die Bullenhörner, jawohl, ja. So, ich habe mal gelesen, dass er angeblich in der dritten Runde was relativ Kraftvolles macht. Also machen wir erstmal das hier. Ja, der Hyper-Schmetterschlag. Der kommt halt ohne Vorwarnung. Dementsprechend ist es ganz gut, wenn man da, ne,
Vorsicht walten lässt und dann passt das eigentlich wieder. Von daher, ja. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Gucken, was wir heute so raushauen können hier, ne? Wieder 83, okay. Ja, da fehlt genau einer. Na gut. Ihr wisst ja, ich darf dann nur so und so viele machen, sonst heißt es wieder, nee, das geht nicht. Ihr dürft es aber mehr haben. Fehlt auch wieder genau einer, na klar. Den kannst du auch nicht machen. Dann kommt halt wieder was relativ langweiliges drauf. Oh, ist egal. Zack. Und Gala. Weiß ich nicht, ob ich bei ihm was Interessantes rauskriegen kann. Kann ich. Guck an. Eigentlich hätte ich ja lieber mit ihm geheilt, aber. Macht allerdings auch nicht so viel mehr Schaden, als wenn ich jetzt ganz normal angegriffen hätte, von daher. Aber wir meinen im Prinzip 1500 Schaden, Hyperblitz. Ah, krass. Eine Laserkanone. De facto. Eieiei. Werde ich wohl danach mal heilen müssen. Besser ist. Knieangriff aus der Luft. Yeah. Das war's. Das war eine ganz. Das war eine ganze. Oh mein Gott. Das war eine ganze Hyperkunst, dass er ihm de facto einfach ins Gesicht haut. Dafür das ganze. Oh mein Gott! Gala! Naja, egal. Ich weiß nicht, was man machen soll oder sagen, was ich dazu noch sagen soll. Hyperblitz nochmal. Weiß nicht, ob ich das überleben kann. So, da habe ich mich tatsächlich mal gemutet. Warum? Weil eben genau das passiert ist, was ich schon mal sagte, dass hier schön die Feuerwehr wieder an mir vorbeifährt. Schön laut, ne? Also. Na, dann heilen wir mal Noah. Ob das wohl so ist, dass er seine eigenen Techniken benennen darf? Nach dem Motto, das ist jetzt meine Hyperfaust, das ist dies, das ist jenes, aber alles so selbst benannt. Möglich ist es, ne? Ja, dann halt sie halt nochmal und Gala darf nochmal draufhauen und dann passt das wieder hoffentlich. Ah.
Naja, sieht doch schon besser aus. Zumindest dürfte sie damit so einen Hyperblitz nochmal überleben. Ah, Zombie fällt auf die Fresse. Das heißt, wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Tja, den kriegen wir jetzt so ab. Ja, dann halt sie halt nochmal. Was soll's? Gibt's Schlimmeres? Das zum Beispiel. Oh mein Gott, ey. Powerhaken. Wand mal wieder. Heilen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich hab echt keine Ahnung, wie die Neo-Hebung überhaupt aussah, weil sie ja geblockt wurde. Muss ja, glaube ich, mehr rauskommen eigentlich. Rauskommen, rumkommen, wie auch immer. Naja, egal, Heilung und Gutes. Aber das ist der Grund, warum ich im letzten Part einen Cut gemacht habe, obwohl wir ja genau davor waren, weil, ne, wer weiß immer, wie lange das hier dauert. Wow, der hasst aber wirklich nur, was den Kopf jetzt angeht. Ja, wenn hier Gala alleine gekämpft hätte, ich glaube, das hätte er nicht überlebt, der arme Kerl. Ende! Was ein Finisher! Und hey, das Sonderbuch 2 als Belohnung. Ja, so muss das. Ach, ihr seid also seit unserem letzten Treffen viel stärker geworden, was? Ich bin beeindruckt, eure Zero sind auch stark, nicht übel. Hör auf zu quatschen und deaktiviere auf der Stelle das Kraftfeld. Nun, versprochen ist versprochen. In Ordnung, ich deaktiviere es. Passt genau auf. Naja, man kann jetzt sagen, was er will, ne? Aber er ist ein fairer Kerl. Nicht ein netter Kerl, aber ein fairer Kerl. Da, seht ihr, ich halte meine Versprechen. Jetzt könnt ihr den Genesis-Baum erwecken. Nutzt die Kraft des Genesis-Baums, um den Nebel zu vertreiben und eure Ra-Zero zu stärken. Ich bin gespannt auf eure nächste mutige Tat, also lasst euch nicht umbringen. Lebt wohl. Bin aber weg. Dieser Halunke Zongi, aber er ging so friedlich. Ich blicke bei ihm nicht durch. Komm, schnell, lasst uns den Genesis-Baum erwecken. Yay. Yay. Colin berührt sanft den Stamm des Genesis-Baums. Komm, ich spürt eine wohlige Wärme in der Innenfläche seiner Hand. Noah berührt sanft den... Nee, diesmal sanft auch. Okay, guck an. Spürt eine stille Kraft in der Innenfläche ihrer Hand. Gala berührt sanft den Stamm des Genesis-Baums. Gala spürt reine Freude in der Innenfläche seiner Hand. Ha-ha. Okay, Metaskraft auf 5, Terra auf 4, Osma 3. Wuppdidu. Komm, Terra hat wieder Kraft, ist das nicht toll? Und die Kraft des Genesis-Bombs hat den Nebel unten im Tal vertrieben.
Der Nebel müsste aus Ratayu weg sein, aber die Kraft des Genesis-Baums ist begrenzt. Wenn wir den Nebelgenerator nicht zerstören, wird der Nebel Widner einhüllen. Hat er doch schon. Wir müssen weiterkommen oder so weiter einhüllen. Ja, stimmt. Okay, lass uns den Generator zerstören. Komm, ich lass uns vom Berg heruntersteigen und in die Stadt unten, Ratayu, gehen. Wenn wir das Tor von Ratayu aufkriegen, können wir den Nebelgenerator erreichen. Ja, ja. Können wir. So, einmal wieder sortieren hier, damit wir einigermaßen fresh dabei sind. Buch für Osma. Die Blitzsturmbewegung. Nice, nice. Ja. Wir waren diesmal war ich sehr aufmerksam. Sprich, ich habe alles nach Guide gespielt, ne? Also passt das. Jetzt haben wir wieder alle Schätze hier, können uns raus teleportieren, alles ist Knorke, wunderbar. Wusch. Das Einzige, was wir jetzt prinzipiell machen müssen, ist, warum ist die Musik hier so traurig? Werden wir noch erfahren. Was wir machen werden oder was ich machen werde in diesem Part, ist mich neu ausrüsten. Bräute der Seru. Ha, das Wort Braut klingt nett, aber es bedeutet Menschenopfer. What? Okay. Ich habe keine Tochter, aber so unter uns. Glück ist, wenn man von einer solchen Trauer verschont bleibt. Ja, das, okay, harter. Überlebensaxt für Gala. Ey, meine Axt, ey, meine Fresse. Experten in Iron Man. Experten! Upsa. Na egal. Sturmrobe. Gut. Kämpferband Tapferkeitsplatte. Ganze Geld wieder weg. Aber ey. Who cares? Ich ganz bestimmt nicht. Ich kaufe alles, was da ist. Jetzt ist die Frage, was hatte ich da? Nee, das war hier, ne? Und dann. Nein. Ja. Expertenstiefel. Yeah. Wow. Meisterstiefel weg. Platte weg. Kampfplatte weg. Bla 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 bla. War da nicht noch mehr? Powerschuhe, weg. Powerschuhe. Pff. Rote Keule, weg. Gala Streitkolben, weg. Kombi Faust bleibt da. Kombi Faust ist. Kombi Faust ist zu gut, um sie wegzuwerfen. ja. Das war das. Ein bisschen langweiliger, als ich gedacht hätte, irgendwie so vom Inhalt her. Aber naja. Könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Na klar. Ganz unter uns, wenn irgendwer Saryu töten würde, wäre diese Stadt gerettet. What? Einige Männer, deren Frauen und Töchter getötet wurden, haben versucht, an Saryu heranzukommen. Aber seine Wächter behalten ihn so genau im Auge, dass sie ihn nie genug herankamen. Nie nah genug herankamen, um ihn zu töten. Ich habe gehört, dass Saryu sich zeigt, wenn er den Monstern die Bräute der See rübergibt. Gott, ich kann nicht mehr lesen. Dann könnten wir ihn erwischen, wenn er angreifbar ist. Selbst all die Zeit im Nebel schien Saryus Denken nicht zu ändern. Ja. Ne, der war ziemlich drauf bedacht. Ne, ihr seid das. Ihr seid die, die den Nebel aus Ratayu vertrieben haben, stimmt's? Ja. Ihr seid grausam. Einfach grausam. Warum habt ihr das getan? Alle müssen leiden wegen dem, was ihr getan habt. What? Macht alles wieder rückgängig. Gebt der Stadt den Nebel zurück. Das ist das erste Mal, dass wir sowas hören. Okay. Saryu war ein guter Herr, aber nachdem dieser Dohati kam, hat er sich total verändert. Ah. Das ist zumindest mal Information. Saryus Steuern sind sehr hoch. Wir müssen hart arbeiten, damit wir sie bezahlen können. Steuern. Hätten wir einen Lebensring, noch einen Powerring, wäre ich fast. Wow, bin ich fast.
Erhöht die Verteidigung bei der Flucht. Feiglings Wache hindert den Feind an der Flucht. Langsamkeitskette. Das sind schöne Sachen, wenn ich fliehen würde. Ja, Power Ring. Naja. Technisch gesehen aber eine schöne Sache. Was wir eigentlich machen müssen, ist im Inn mit einer bestimmten Person reden, aber das mache ich jetzt nicht, hoffentlich. Na, da drüben ist die Serubraut, mit der reden wir jetzt nicht. Wir pennen hier nur. Das muss reichen. Und guten Morgen. Auf dem Schreibtisch liegt ein Brief, den haben wir gelesen, ja. Können wir den anderen legen, den Brief zurück. Es bleibt mir anderes übrig, wenn ich sei und nicht gehorche, wird meine ganze Familie getötet. Ja. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um dieses Problem. Aber dementsprechend halt tatsächlich bis zum nächsten Mal.